Volles Haus fürs Derby. Kein Wunder, mehr als 2,5 Jahre ist es her, dass Bern zum letzten Mal in einem Meisterschaftsspiel zu Gast war. Damals gewannen die SCL Tigers nach Verlängerung. Heute der SCB von Beginn weg dominant. Bodenmann mit der Chance, die Scheibe landet bei Untersander. Dessen Schuss wird zur Vorlage für Plus. 1:0 für die Gäste. Und wie schon gestern im Spiel gegen Servet macht der Tigers-Keeper Damiano Ciaccio beim ersten Tor keine gute Falle. Gespielt ist erst gut eine Minute. Und der SCB setzt nach. Zuerst mit Konecker und Rövenacht. Dann via Randecker zu Untersander und der macht ihn dieses Mal direkt rein. 2:0 für Bern nach genau 2 Minuten. Und bereits ist es Zeit für ein Langauer Timeout. Coach Lapports Weckruf für die Mannschaft. Dann immerhin beginnen die Langauer mitzuspielen. Koistinen, Gustafsson, eine große Chance für die Gastgeber. Können sich die Langnauer von ihrem kapitalen Fehlstart erholen? Sie versuchen es wenigstens mit Haas und Schiriajew. Nur noch 2:1. Schiriajew überlistet Marco Bührer Backhand und bringt damit die Tigers wieder in die Partie. Gespielt sind 12 Minuten. Was wie ein Spaziergang begonnen hat, wird nun für den SCB doch noch zu harter Arbeit. Immerhin gibt es kurz vor der Pause doch noch ein Geschenk. Simon Moser darf aus nächster Nähe auf Ciaccio schießen, findet aber keine Lücke. Die SCL Tigers gehen mit einem Torrückstand in die Pause. Das Mitteldrittel hat eben begonnen. Langnau mit Nüssli, Mochi, Eckefeu, der Ausgleich. Schön zurückgelegt von Sandro Mochi, das Tor weniger als 2 Minuten nach Wiederbeginn. Das Spiel nun ausgeglichen, beide Mannschaften könnten in Führung gehen. Hier Bern mit Untersander und Scherwe. Es bleibt beim 2:2. Auf der anderen Seite machen die Langnauer Druck aufs Berner Tor. Bührer ohne Stock. Lange geht's, bis er die Scheibe endlich blockieren kann. Schwingerkönig Sempach Matthias hätte sie als Langnauer-Fan lieber im Tor gesehen. Den Tigers läuft es immer besser. Christopher Di Domenico sieht Nils Berger und der schießt das 3:2. Langnau führt gegen den SC Bern. Der Aufsteiger hat die Wende geschafft. Nach 2 Dritteln darf der Gastgeber auf den Sieg hoffen. Das Schlussdrittel der Langnauer Schiriajew auf der Strafbank. Das SCB Powerplay ziemlich harmlos. Und im Gegenzug Langnau eben wieder komplett mit Schiriajew zum ersten und Schiriajew zum zweiten. Die Möglichkeit für die Tigers mit 2 Toren in Führung zu gehen bleibt ungenutzt. Die Gangart wird langsam ruppiger und es gibt ein paar Strafen. Auch eine gegen Bern-Torhüter Marco Bührer. Doch alle Powerplay-Chancen bleiben ungenutzt. Langnau weiterhin mit 1 Tor Vorsprung und die Gastgeber zeigen kein Nachlassen. Di Domenico mit der Chance zum 4:2. Für Gibusches Team wird es langsam eng. Bern gelingt es noch einmal Druck zu machen. Langnau-Torhüter Ciaccio ohne Stock. Helbling schießt und Ciaccio pariert. Er macht seinen schwachen Start in die Partie mehr als wieder weg. Das Berner Timeout kurz vor Schluss. Die Gäste ohne Torhüter. Di Domenico kommt vor Plus an die Scheibe zu Mochi. Das ist die Entscheidung. Die SCL Tigers gewinnen gegen den SC Bern nach 0:2 Rückstand mit 4:2.